häufig gestellte Frage lautet: Mein Fahrrad hat eine Rücktrittbremse. Kann ich diese nach Umrüstung mit dem Barfahrmittelmotor noch verwenden? Die Antwort ist nein, weil das Kettenblatt nicht mehr durch Kurbelbewegung rückwärts gedreht werden kann. Warum das so ist bzw. so sein muss, zeige ich euch hier anhand des Barfang BBSHD Mittelmotors. Im großen Getriebe befindet sich die Freilaufkupplung. Sie sorgt dafür, dass du das Kettenblatt nach vorne bewegen kannst, aber auch, dass sich die Kurbeln nicht mitbewegen müssen, wenn das Kettenblatt vom Motor angetrieben wird. Hier sitzt die Kupplung drinnen. Hier lässt sich erkennen, nach vorne wird das Kettenblatt angetrieben und nach hinten rutscht die Kupplung. Hierbei rutschen die Zahnräder einfach über die Kupplung. Daher kann das Kettenblatt auch nicht rückwärts bewegt werden. Wenn diese Kupplung nicht vorhanden wäre und Kettenblatt und Kurbel fest miteinander verbunden wären, dann würden sich die Kurbeln im Gasbetrieb mitdrehen müssen. Zudem könnte man dem Motor nicht mehr signalisieren, dass man stehen bleiben möchte, durch beispielsweise Stoppen der Kurbelbewegung. Hier dreht sich das Kettenblatt schneller. Mit Hilfe des Freilaufs ist die Drehbewegung des Kettenblatts mit jenen der Kurbeln entkoppelt. Somit kann die Drehunterstützung des Motors gestartet und gestoppt werden und zudem der Gashebel ohne Kurbelbewegung benutzt werden.